wer entscheidet, wann ich integriert bin. Genau, und die klaren Regeln, die eine Stadt stellt. Warte, Sekunde. Und als Ausländer, ich habe noch nie von deutscher Seite gehört, was ist in deren Vorstellung ein Bild von einem integrierten Ausländer. Herzlich willkommen bei 13 Fragen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir starten direkt mit unserer Konfliktfrage. Sollte es einfacher werden, Deutscher oder Deutsche zu werden? Also die deutsche Staatsbürgerschaft am Ende zu bekommen. Wenn ihr sagt, ja, eine Gesetzesreform ist da dringend notwendig, dann geht ihr jetzt aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt, nö, das Gesetz ist genauso, wie es ist, jetzt eigentlich richtig so, könnt ihr aufs gelbe Feld gehen. Ihr könnt euch jetzt gern positionieren. Die Ampelkoalition will es zukünftig leichter machen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Mit einer Gesetzesreform will sie die Anforderungen für die sogenannte Einbürgerung senken. Also weniger Sprachtests, eine kürzere Aufenthaltsdauer und die Möglichkeit auf eine doppelte Staatsbürgerschaft für alle. Und damit sind wir mittendrin in einer Diskussion über gemeinsame Werte, über die Frage, was Deutschsein eigentlich für uns bedeutet oder in Zukunft für uns als Gesellschaft bedeuten soll und welche Voraussetzungen ein Mensch eigentlich erfüllen muss, um den deutschen Pass zu bekommen. Meine Gäste sind sich uneins, wie immer bei 13 Fragen. Umso gespannter bin ich, ob am Ende zumindest ein paar von Ihnen hier bei mir im Kompromissfeld stehen werden. Jetzt erstmal die Frage an euch, wo auf dem Spielfeld würdet ihr denn stehen, wenn ihr hier stehen würdet? Also bei Grün, wir brauchen dringend eine Gesetzesreform, oder bei Gelb, nee, eigentlich ist es alles ganz gut so, wie es ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dimitri, ich möchte gerne mit dir anfangen. Brauchst dich nicht erschrecken, alles gut. Dimitri, du kommst aus der Ukraine und möchtest jetzt deutscher Staatsbürger werden. Sehr gerne, ja. Warum? Also kannst du dich mittlerweile durch die lange Zeit besser mit Deutschland identifizieren? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde für mich, Staatsangehörigkeit hat zwei Aspekte. Erster Aspekt ist natürlich, was Bürokratie und Selbstständigsein betrifft. Für meinen Beruf, ich brauche teure Kameras, teures Equipment. Manchmal lohnt es sich für mich mehr, das in Raten abzubezahlen. Und als Ausländer mit dem befristeten Aufenthaltstitel ist für mich fast unmöglich, einen Kredit hier zu bekommen. Und natürlich zweite Geschichte ist mehr die menschliche, mehr psychologische Geschichte, weil ich will super gerne sagen, dass es mein Zuhause ist hier. Ich finde, für die Menschen, die hier schon eine Weile leben, ist Staatsangehörigkeit ein wichtiger Teil von der eigenen Identität. Es ist natürlich permanente innere Unruhe, die du hast, weil du weißt, ich habe jetzt in 2 Monaten endet mein Aufenthaltstitel. Ich brauche Geld auf meinem Konto. Also das ist wirklich einer der wichtigsten Aspekte, wenn du deinen Aufenthaltstitel beantragst, dein Kontostand. Oder zum Beispiel jetzt mein ukrainischer Reisepass endet in 1,5 Jahren. Und es gibt keine Garantie, dass Ukraine mir als einem Mann, der sich im Ausland befindet, meinen Reisepass verlängert. Also das ist sehr wichtig, wirklich. Also auch eine große psychische Belastung, genau, dieses Warten. Genau, genau. Zanas, ich möchte dich einmal direkt auch fragen, weil du bist auch gerade mitten im Einbürgerungsprozess, genauso wie Dimitri. Nein. Und du kommst aber aus dem Iran, engagierst dich politisch, was es bei dir, glaube ich, deutlich komplizierter macht, richtig? Ja, aber also ich würde mich einfach an dem, was Dimitri gesagt hat, auch anschließen. Ich glaube, der hat ein super wichtiges Punkt benannt, und zwar, dass die Rechte, der eigentlich alle Menschen zustehen muss, Rechte auf Wohnen, Rechte auf Mobilität, Rechte auf Bewegungsfreiheit, Rechte auf ein normales, sicheres und gutes Leben. Und das muss man durch ökonomische Leistung in der ersten Linie, aber auch durch andere Leistungen beweisen. Das heißt, dass dieser Einbürgerungsprozess ist darauf basiert, dass man erstmal irgendwelche Leistungen beweist, um seine eigenen Rechte, die Grundrechte sind, zu verdienen. Und das ist genau, was diese Gesellschaft sehr, sehr diskriminierend macht und in diese 2 Klasse BürgerInnen teilt. Also ich meine, so Leute wollen nicht Deutsche werden, weil Deutsche zu werden so geil ist, sondern weil diesen Pass gibt dir einfach ein besseres Leben, und alle Menschen verdienen ein besseres Leben. Also das ist der Schlüssel zu Menschenwürde. Und warum sollen wir diesen Schlüssel vor Menschen vorenthalten? Ahmad, du bist einen Schritt nach vorne und zurück und nach vorne und zurück gegangen. Warum? Also vorab möchte ich sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen etwas leichter machen
und zwischen etwas unbürokratischer machen. Und ich bin absolut dafür, die Einbürgerung unbürokratisch machen und mit klaren Regeln darzustellen. Das heißt, jeder Mensch weiß, was er zu leisten hat, um diese Einbürgerung durchführen zu können und auch positiv zu bekommen. Ich habe es auch durchgemacht. Ich bin vor 18 Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich habe auch die Ausländerbehörde nicht als einen Ort, wo ich sehr, sehr gerne hingegangen. Das ist immer verbunden mit Angst, immer verbunden mit nicht wissen, was auf mich zukommt oder was mich erwartet dahin. Aber ich finde es gut, dass Menschen, die zu uns kommen, in aller Klarheit bekommen, was sie leisten müssen, welche Prozesse sie durchgehen müssen, um Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ich bin damals nach Deutschland gekommen und war physisch hier, aber emotional gar nicht, weil ich aus patriarchalischen Strukturen kam, weil die Werte dieser Gesellschaft mich überfordert haben. Und nur durch das Kennenlernen, durch die Stadien, die ich durchmachen musste, durch die Menschen, die ich kennengelernt habe, war es überhaupt möglich, mich einzulassen auf diese Gesellschaft und auf die Grundwerte dieser Gesellschaft. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Prozesse durchgemacht habe. Und am Ende dieser Prozess war halt die Einbürgerung. Ich würde das direkt mal an eure Seite weitergeben. Sanas, du bist einen Schritt nach hinten gegangen, obwohl man ja eigentlich sagen könnte, Ahmad hat gesagt, er ist schon dafür, diesen ganzen bürokratischen Weg zu vereinfachen. Eigentlich wäre das ja fast ein Schritt in seine Richtung wert, oder nicht? Nee, also klar, bürokratische Prozesse sind kompliziert, aber es geht nicht um Bürokratie. Es geht einfach darum, dass die deutsche Staatsangehörigkeitsgesetz eigentlich basiert auf Abstammungsprinzip funktioniert. Das heißt, Abstammungsprinzip ist eine reformierte neue Art von Blutrecht, die von der Nationalsozialismuszeit kommt. Und dieses Gesetz kann ja eigentlich nicht reformiert werden, weil es an sich auf rassistische Ideologien basiert ist. Das zu einem und zum anderen die Voraussetzungen für die deutsche Staatsangehörigkeit, wie zum Beispiel bestimmtes Einkommen, bestimmte Integrationsleistung, bestimmtes Sprachniveau, sind die Voraussetzungen, die die Menschen, die vor allem auch von Armut betroffen sind, vor allem betrifft. Und deshalb müssen diese Voraussetzungen abgeschafft werden, damit alle Menschen sich einbürgern lassen können. Ihr seid alle einen Schritt nach hinten gegangen, aber erstmal an dich. Sanas sagt, Einbürgerung ist aktuell ein Privileg und das ganze System, das wir in Deutschland haben, ist rassistisch. Was sagst du dazu? Ich finde nicht, dass es rassistisch ist, weil ich finde schon, dass es Voraussetzungen braucht, dass man so einen Pass bekommt und dass durchaus die jetzige Anzahl an Jahren, 8 Jahre, die man hier sein muss, dass die auch durchaus Sinn hat. Ich finde, es sollte nicht einfacher werden, Deutscher zu werden, weil man erst integriert sein sollte und die Sprache sehr gut können muss und erst dann sollte der Pass am Ende stehen. Also man sollte den ganzen Prozess durchlaufen, den ganzen Integrationsprozess und dann am Ende sollte man sich wirklich auch deutsch fühlen und dann den Pass erst bekommen. Weil du musst einfach ankommen in dem Land, du musst auch die Sprache lernen. Du hast ja auch perfekt gelernt, deswegen frage ich mich gerade, wie lange du überhaupt schon hier bist. Also wahrscheinlich bist du länger als die Zeit, die man eigentlich hier sein müsste und hast auch locker Anspruch auf den Pass und den Integrationstest würdest du auch locker bestehen. Deswegen verstehe ich gerade nicht, warum du nicht den Pass eh schon haben könntest. Also zu einem geht es mir nicht um meinen eigenen Pass. Wie gesagt, ich würde super gerne. Also ich glaube, so bei meisten Menschen in Deutschland leben 11 Millionen Menschen, die keinen deutschen Pass haben. Von diesen 11 Millionen Menschen sind 1,5 Millionen, die sogar hier geboren sind. Kinder, die hier geboren sind, zur Schule gehen, zur Uni gehen, die müssen trotzdem irgendwie nachweisen, dass die integriert sind, um zu beweisen, dass sie die Rechte wie alle anderen Staatsangehörige hier haben sollen. Manuel, was sagst du denn dazu? Du bist ja auch schon ein paar Schritte nach vorne und nach hinten gegangen. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass Integration keine Einbahnstraße ist. Was meine ich damit? Es ist nicht nur eine Bringschuld, sondern es ist auch eine Schuld des Gebens. Soll heißen, Deutschland muss natürlich zusehen, wie sie integrative Prozesse stärken können. Eben durch den Zugang an Bildung, Bürokratieabbau, ganz besonders die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen, dass die Menschen hier auch schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden. So, auf der anderen Seite muss man aber auch ganz deutlich sagen, wenn man sich in ein Land integrieren möchte, bedarf das natürlich immer auch die eigene Willenserklärung. Soll heißen, man muss sich mit grundlegenden Prinzipien auch identifizieren. Ich denke, der Integrationsprozess endet eben mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Insofern ist es wichtig, dass die Menschen, die sich dazu entschließen, in diesem Land leben zu wollen, sich auch damit identifizieren und zwar vollumfänglich mit unserer Rechtsauffassung, mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, mit unseren gesellschaftlichen vielfältigen Gepflogenheiten. Und unterm Strich ist das dann die Definition gelungener Integration in meinen Augen. Und auf der anderen Seite sehe ich es halt auch eben so, es ist ja nicht so, dass Deutschland ein inhumaner Staat ist.
Deutschland hat Grundrechte, die sichert Deutschland außer ein paar wenige Bürgerrechte jedem Menschen in Deutschland zu. Deutschland ist ein Sozialstaat, eine vielfältige Gesellschaft mit einer intakten Demokratie. Gott sei Dank ist das so. Nicht umsonst ist Deutschland auch ein Land, wo, ich sag mal, viele Menschen sich hinsehen. Aber wir müssen ja auch definieren, wie unser gesellschaftliches Leben funktioniert. Und das geht nur über Regeln. Wer ist wir? Das ist meine Frage. Wer ist wir? Wir als Gesellschaft integrieren. Ja, aber ich bin nicht Teil davon, von derjenige, die definiert, wer welche Leistungen bringen soll. Deswegen ist meine Frage, wer definiert genau das? Ja, zunächst. Doch, aber du kannst dazu Teil sein. Wie? Nee. Meine Frage ist in diesem ganzen Prozess. Sie haben gesagt, wir. Ich sage, wer ist diese wir? Weil ich kann in diesem wir nicht sein. Ich finde, das ist die wichtige Frage, einfach zu verstehen, wann bist du genau integriert, ja? Wer entscheidet das? Wo ist diese Grenze? So, ja? Also bin ich integriert, wenn ich gerne jeden Abend Weißwurst und Bier trinke? Oder Nein. bin ich integriert, wenn ich einfach sehr gut die Sprache beherrsche? Also ja. wer entscheidet, wann ich integriert bin? Genau, und als Ausländer, Regeln, warte Sekunde. Und als Ausländer, ich habe noch nie von deutscher Seite gehört, was wollen die, was ist in deren Vorstellung ein Bild von einem integrierten Ausländer? Ich würde das sehr gerne hören, wirklich. Ich habe von meiner Mutter mehr gehört, was heißt Europäer zu sein, als von Deutschland selbst. So. Also erstmal die 1,8 Millionen Kinder, die hier geboren wurden, ich würde sie sofort eigentlich einbürgern. Ich glaube, diejenigen, die hier geboren sind, haben das Recht, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und die anderen von den 11 Millionen würde ich in aller Klarheit sagen, was sie zu erfüllen haben, um Teil dieser Gesellschaft zu sein. Dazu gehört nicht Wein und Wurstbier zu trinken, sondern die absolute Verinnerlichung der Grundwerte, die wir in dieser Gesellschaft haben. Es geht um die sexuelle Selbstbestimmung, es geht um die Ablehnung von Antisemitismus oder andere rassistische Äußerungen. Es geht darum, dass diese Menschen ihre Kinder ermöglichen, selbstbestimmt leben zu können. All das gehört dazu. Ja, dann sind dazu. Deine Erfahrungen auf der Ausländerbehörde, ist Teil dafür. Dass die das auch nicht interessiert. Dann sind deine Erfahrungen auf der Ausländerbehörde, dass die offensichtlich nicht sexuelle Mitbestimmung haben wollen. Das ist auch meine Kritik. Das ist genau meine Kritik an diese Gesetzgebung. Kannst du das kurz erklären, wie du dazu kommst? Ich meine, das ist sozusagen, also ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass es das Bürokratie ein Problem ist und dass wir ein rationales Ding haben. Aber so wie es jetzt gestrickt ist, bietet viel zu viel Raum, und das erleben eben Menschen, die auf die Ausländerbehörde gehen müssen, jeden Tag, viel zu viel Raum für Willkür. Für die Willkür von Leuten, die darauf geschult werden, abzulehnen. Die darauf geschult werden, weil der gesellschaftliche Diskurs und weil die Behördenleitung von oben sagt, jeder Ausländer, der nicht zu uns kommt und jeder, der sich nicht einbürgern lässt, ist ein guter Ausländer. Deswegen wird es so schwer wie möglich gemacht. Also es sollte einfacher werden, Deutscher zu werden. Da gibt es viele Gründe. Naja, für mich ist das schon auch eine demokratische Frage. Wir können es, glaube ich, überhaupt nicht leisten und sollten es auch überhaupt nicht leisten wollen, dass immer größere Teile der Bevölkerung nicht teilhaben, nicht mitbestimmen dürfen, nicht mitbestimmen können. Der andere Punkt ist, es wird zu wenig differenziert. Wie du gesagt hast, da bin ich völlig bei dir, wer hier geboren ist, sollte automatisch deutscher Staatsangehöriger werden. So, schon das ist schwierig. Aber ich würde auch zum Beispiel sagen, sag jetzt mal ein Beispiel, ne, die Mutter, türkische Mutter von Leuten, die ich kenne, die ist vor 40 Jahren ist sie nach Deutschland gekommen. Du würdest sagen, deren Deutsch ist nicht ausreichend gut. Also wenn du jetzt nur nach dem Deutsch guckst, kannst du sagen, ne, die Frau erfüllt nicht die Voraussetzungen, die man sich idealerweise vorstellt. Aber die hat drei Jungs hier großgezogen. Die drei Jungs haben alle drei einen Hochschulabschluss gemacht. Die hat nie von Sozialhilfe gelebt. Der Mann hat immer gejobbt, die hat den Rücken freigehalten. Wo bitte und wie bitte hätte die so gut Deutsch lernen sollen, dass die jetzt auf einmal irgendwelche C1 oder B2 oder solche Zertifikate erfüllt? Also da ist man viel zu streng, das ist viel zu strikt gedacht, zu sagen, hey, das ist doch auch eine Integrationsleistung, ihre drei Jungs eben in die Hochschulbildung gut verheiratet zu haben und so weiter. Und aber du gehst ja, von den Extremfall, wo es keine Deutschkurse für die Frauen von den Extremfall. Das ist kein Extremfall. Ja, diese Menschen sollten man einbürgern, um zu sagen, danke für das, was ihr für dieses Land geleistet habt. Genau. Aber ein 20-Jähriger, der aus Syrien gekommen ist, die Sprache lernen kann, aber nicht lernt, muss eigentlich eine ganz klare, kommunizierte Regel bekommen. Wenn du das lernst, dann bist du Teil davon. Ahmed, kannst du noch mal kurz
und bündig erklären, ab wann ist für dich eine Integration gelungen? Weil das ist ja so etwas, das hört man so häufig in diesen Debatten. Integration bedeutet das, die müssen sich integrieren. Aber was bedeutet wirklich für dich, gut integriert zu sein? Für mich ist Integration, die Sprache zu lernen, nicht kriminell zu sein, für sich sorgen zu können, wenn man kann, und die Verinnerlichung der Grundwerte dieser Gesellschaft. Also ich bin nicht integriert, wenn ich meine Tochter nicht ermögliche, ihre Freund selber zu wählen. Ich bin nicht integriert, wenn ich das Existenzrecht Israel hinterfrage. Ich bin nicht integriert, wenn ich sozusagen andere Religionen nicht akzeptiere, die in eine vielfältige, multireligiöse Gesellschaft gehört. All das, was aus den Grundgesetzen dieses Landes, und wir haben eine großartige Verfassung, resultiert, Werte müssen ein Wir-Gefühl schaffen, wo alle Menschen dazugehören wollen. Und wir haben was anzubieten. Und deshalb ist es für mich Integration mehr als nur Sprache plus Arbeit, sondern auch die Werte dieser Gesellschaft zu verändern. Darf ich direkt was dazu sagen? Aber das also okay, dann heißt es, wenn jemand kriminell ist, dann sind die nicht integriert. Was ist mit den ganzen Neonazis in Deutschland und AfD und allen rechten Kräften? Die werden auch ausgebürgert oder was? Diese, also ich meine, so Kriminalität als Voraussetzung zu sehen, ist an sich genau diese so zweite Klasse Gesellschaft. Nein, warum sind die Ausländer, wenn sie sich nicht gut verhalten, sollen die nicht eingebürgert werden? Ich habe doch gerade gesagt, es geht um Rechte und es geht um Grundrechte. Und deshalb ist genau das Problem in Deutschland mit dieser ganzen Einbürgerungsprozess und Integration und so weiter, dass man, um diese Rechte zu bekommen, muss man erstmal Teil dieser politischen Gemeinde werden. Und wenn man das nicht hat, dann hat man auch diese Rechte automatisch. Also aber das ist genau der Fehler dabei. Asylbewerber, Flüchtlinge, Menschen, die hier vielleicht nicht den unbefristeten Aufenthalt haben, haben Rechte. Also ich werde das nicht oder. Ich habe nicht gesagt, die haben keine Rechte. Nein, natürlich haben sie. Ich habe gesagt, die haben keine Rechte. Nee, ich habe gesagt, die haben nicht dieselbe Rechte. Also genau, nicht dieselbe Rechte, und das ist auch gut so. Warum? Also, ja. Weil es ist ein Prozess, der dazu kommt. Wer dazu gehören will, muss gewisse Faktoren erfüllen. Und dazu gehört nicht, kriminell zu werden. Okay, an der Stelle. Haben Sie das bewiesen? Also, haben Sie irgendwo bewiesen? Der Punkt ist ja, glaube ich, der, und wir drehen uns da, glaube ich, so ein bisschen im Kreis, ne? Wenn man nach Deutschland kommt, und zwar erstmal völlig unabhängig des Aufenthaltsstatuses, ne? Ja. Oder auch die Zweckbindung, warum man in dieses Land kommen möchte. Die Rechte, Menschenrechte sowieso schon mal, stehen jedem zu. Wir haben ein paar wenige Bürgerrechte, da sind wir wieder dabei, eben an freien demokratischen Wahlen teilzunehmen. Zum Beispiel die Versammlungsfreiheit ist ein definiertes Bürgerrecht. Da gibt es kleine Einschränkungen, das ist schon wahr. Nicht diskriminiert zu werden auf dem Weg zur Wohnung, nicht diskriminiert zu werden in der Schule. Das ist jetzt der Punkt. Worüber man sich unbedingt unterhalten muss. Integrationsprozesse auf der einen Seite, Bürokratieabbau auf der anderen Seite. Und dann, worüber reden wir denn hier? Ich sag immer, schwarz oder weiß ist hier völlig fehl am Platz. Alles geben, ohne was zu bringen, ist falsch. Und alles bringen, ohne was zu geben, ist auch falsch. Lasst ihn einmal bitte kurz ausreden, dann würde ich einmal übernehmen. Ja. Komm gerne einmal kurz zum Punkt. Für mich ist halt so der Punkt, und da mit dieser Zielrichtung bin ich heute auch hier, zu sagen, wir müssen gemeinsam Grundkonsens finden. Der muss nicht allumfassend sein, aber dieses Schwarz- und Weiß-Denken. Das werde ich versuchen. Ich bin hier im Kompromissfeld. Mal gucken, ob jemand von euch noch hier drin landet. Julia, einmal an dich. Zu diesem Thema Integration gehört ja auch immer diese Frage, was bedeutet sich deutsch zu fühlen? Was bedeutet denn deutsch sein für dich? Kann man das überhaupt so klar beantworten? Ist es was man irgendwie beantworten kann? Das kann man nicht klar beantworten. Ich bin auch dagegen zu sagen, man muss jetzt aufs Oktoberfest oder sich in den Dirndl zwängen oder so. Das ist nicht das Deutschsein. Das gehört vielleicht in irgendeiner Form dazu, aber das ist nicht so, wie wir das alle leben müssen. Was für mich halt wichtig ist, dass die Leute, die herkommen, sich schon zu der Gesellschaft bekennen und auch die Werte teilen. Und dann müssen sie es auch in irgendeiner Form beweisen. Und deswegen finde ich das auch richtig, dass sie einen Integrationstest machen müssen, auch einen Sprachtest, damit sie sich irgendwohin integrieren. Es kann ja nicht sein, dass wir nachher eine Multikulti-Gesellschaft haben, wo keiner dem anderen irgendwas zu sagen hat, dass wir alle nebeneinander herleben, aber keiner irgendwie zu einem großen Wir dazu gehört. Und das wollen wir ja eigentlich. Das ist eigentlich der gesamte Sinn von unserer Integrationsdebatte, dass jeder sich auch an die Regeln hier hält und auch die verinnerlicht hat und es auch als gut befindet. So, da möchte ich mal ganz kurz was sagen. Zwar, also es gibt Gerichtsurteile, nachdem jemand, ein Arzt aus Syrien, nicht eingebürgert wurde, weil er der Sachbearbeiterin in der Ausländerbehörde nicht die Hand geben wollte. Richtig. Weil er aus religiösen Gründen sagt, das ist für mich eine Respektsbezeugung,
Frauen, anderen Frauen nicht die Hand zu geben. Und richtig. Deswegen wurde er also die Einbürgerung verweigert. Das hat nichts mit Grundgesetz zu tun. Doch, das hat nichts mit Gleichberechtigung. Nein, das ist eine rein kulturelle, Setzung. Nein, weil da haben wir nichts Wichtigeres zu tun, als uns über einen Handschlag, nachdem wir nach 3 Jahren Corona sowieso uns alle nicht mehr die Hand geben. Ja, das haben wir aber nicht nur bei Frauen gemacht. Wir haben bei allen gemacht. Nein, das ist Ablehnung von Frauenrechte, von Gleichberechtigung. Nein, Frauen entscheiden selber, wie sie sich verhalten. Sie kommen aus dem Iran, sie wissen, warum man das macht. Bitte? Sie kommen aus dem Iran, ja. Oder? Sie wissen, ja, warum die Ayatollahs die Frauen nicht die Hand geben. Ja, nein, das Problem also, ist, bitte, ein kulturelles Argument. Ich glaube, Sie haben es auch, den Kampf im Iran falsch verstanden. Es geht um Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung heißt, dass ich als Frau mich selbstbestimmt entscheide, ja, wie ich mich verhalte. Sie können mir nicht sagen, wem ich eine Hand geben soll, ob ich einen Kopftuch tragen soll, darf oder nicht. Das ist die Selbstbestimmung. Ja, ich glaube, Sie haben und dass die Männer, die katholische Kirche darf weiterhin keine Frauen ins Priesteramt vorlassen und Frauen das gefällt mir auch nicht. Ganz kurz, ich möchte euch einmal unterbrechen. Dazu bitten, respektvoll miteinander umzugehen. Genau. Dimitri, ich möchte dich einmal kurz fragen, was bedeutet denn Deutschsein für dich? Julia hat gerade schon ihre Definition mit uns geteilt. Kannst du das mit ihr teilen? Wie du dein Zukunftsbild siehst. Siehst du deine Zukunft hier in Verbindung mit diesem Land? Für mich persönlich, für mich, das macht mich zu einem Deutschen. Wenn ich sage, so okay, ich bin bereit, hier mein ganzes Leben zu verbringen und ich sehe mein Leben in einer Verbindung mit diesem Land, mit dieser Mentalität, die ich immer besser verstehe mit der Zeit, dann heißt es für mich, das heißt für mich, Deutsch zu sein. Okay, das ist eine Definition, da stimmt dir, glaube ich, das ganze gelbe Feld zu. Alle nicken und sind einen Schritt auf dich zugegangen. Schwierige Frage, aber auch nochmal an euch weitergegeben. Was bedeutet denn Deutschsein für euch eigentlich? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich würde gerne mit euch nochmal jetzt konkreter über dieses Gesetz sprechen und einmal die Frage an euch, an das gelbe Feld. Verstehe ich das richtig, dass dann eurer Meinung nach die Einbürgerung eigentlich so eine Art Belohnung am Ende des Prozesses der Integration sein soll? Stimmt ihr wieder zu? Ja. So sehe ich das schon. Weil ich finde, man muss ja die Sprache so gut beherrschen, dass man sich selber auch als Deutsch fühlen kann und vielleicht auch nicht nur den Pass als ein Dokument begreift, den man halt irgendwie bekommt, sondern man sollte da ja vielleicht schon irgendwie so eine gewisse Identität dann davon beziehen. Und das auch nicht nur als, ja, das ist eben nicht nur ein Dokument. Man muss dann eventuell ja seinen alten Pass auch abgeben und das hat dann schon was zu sagen. Jens, ich würde das gerne mal an dich weitergeben. Würdest du sagen, dass dieser Prozess der Einbürgerung quasi als Belohnung dann die am Ende den Pass zu bekommen, ist das der richtige Weg oder kann es vielleicht sogar auch helfen, früher den deutschen Pass zu bekommen, also für eine bessere Integration? Also aus der Migrationssoziologie und den Forschungsergebnissen kann man eindeutig sagen, dass die Länder, die den Pass als Voraussetzung für also nicht als Ergebnis gelungener Integration sehen, sondern im Grunde als eine der Voraussetzungen dafür, dass man sich überhaupt vollständig integrieren kann und deswegen sehr viel früher den Pass auch geben, wenn bestimmte Voraussetzungen natürlich gegeben sind, dann eben zu sagen, also jemand kann sich gar nicht vollständig integrieren, wenn er nicht den deutschen Pass bekommt. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Also man würde den früher bekommen, weil... Naja, weil, das hat Dimitri ja irgendwie, finde ich, eindrucksvoll geschildert, was alles für Hindernisse auftauchen, wenn ich eben den deutschen Pass nicht habe. Und das, also eben zum Beispiel im Bank oder da finde ich das absolut lächerlich. Also es ist wirklich unvorstellbar, dass mich der Bank, dass ich dann keinen Kredit kriege, zum Beispiel, wenn ich den deutschen Pass nicht habe. Also hängt ja so viel mit dran, was wir Deutschen, Passdeutschen, die wir von Anfang an hatten, überhaupt nicht wissen, weil wir natürlich mit diesem Problem nie konfrontiert worden sind, an welchen Stellen überall der Pass relevant wird. Das sehen wir immer nur, wenn wir in allen möglichen Formularen, wo ich mich manchmal frage, warum eigentlich? Ich habe zweimal Staatsangehörigkeit. Deutsch. Manuel, im Gegensatz zu Jens, welche Folgen würdest du denn befürchten, wenn es einfacher wäre, den deutschen Pass zu bekommen? Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass für mich persönlich ich sag mal, der Abschluss eines langwierigen Verfahrens natürlich einhergeht, dass man auch die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt mit der Zusicherung auch der Bürgerrechte. Die Hemmnisse, gerade bei Selbstständigkeit, sind für mich
tatsächlich eine Katastrophe, die man aber nicht, und das, da sind wir genau in diesem administrativen Bereich, nicht zwangsläufig mit einer deutschen Staatsbürgerschaft verändern müssen, können, sondern das eventuell auch vorher regeln können. Aber, und das ist der Punkt, die gesellschaftliche Folge, die ich befürchte, ist, dass wir uns mit dieser Maßnahme überhaupt nicht aktiv mit Integrationsprozessen beschäftigen, sondern dass das unsere Definition ist von aktiver Integration und den Rest lassen wir beiseite. Das ist, ich sag mal, das Licht am Ende des Tunnels, der Weg dahin ist lang. Und da müssen wir uns mit befassen. Und das ist nicht nur, wir verkürzen die Staatsbürgerschaft. Einbürgerung am Anfang eines Prozesses oder am Ende eines Prozesses. Und ich will einen Kompromiss anbieten. Ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem mit 5 Jahren. Es hat mit den Jahren nicht nur zu tun. Ich bin absolut dafür. Also 5 Jahre, das ist, meinte ich mit unbürokratischer machen. Aber es ist ein Unterschied. Deshalb habe ich mich gewundert, als du gesagt hast, die anderen Länder machen es anders. Wer gibt die Staatsbürgerschaft nach 2 Tagen oder bei Einreise? Ja, aber das, darüber reden wir auch nicht. Aber bei 5 Jahren bin ich absolut dabei. Ich bin einverstanden. Was sagt ihr denn? Könnte eine erleichterte Einbürgerung bei der Integration helfen oder seid ihr da eher skeptisch? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Diese Reform, die Gesetzreform, die bezieht sich ja auch auf die ehemaligen GastarbeiterInnen, die ja auf jeden Fall ohne Zweifel, da sind sich wahrscheinlich alle hier einig, ihren Beitrag zu Deutschland definitiv in Deutschland geleistet haben. Und da geht es ja zum Beispiel darum, Sprachtests für über 67-Jährige abzuschaffen. Wie findest du das? Ich finde das ehrlich gesagt doof, weil ich mir denke, dass diejenigen, die jetzt schon so lange da sind, seit Jahrzehnten, dass die Zeit hatten, die Sprache zu lernen. Und auch wenn sie früher keine Integrationsangebote hatten, dann waren sie trotzdem eine ewig lange Zeit da und müssen ja auch nur das B1-Niveau bestehen, was schon machbar ist in meinen Augen. Und auch den Integrationstest zu machen, das sind 33 Fragen über Deutschland und auch über das eigene Bundesland, da musst du nur 17 davon richtig haben. Ich habe den gestern extra mal durchgespielt, was mich interessiert hat. Und es gibt Fragen, die sind bestimmt schwierig für Leute, die das machen müssen und die, auch wenn sie schon lange hier sind im Land, aber es gibt wirklich genug Fragen, die man ohne Probleme beantworten können sollte. Und deswegen finde ich das ehrlich gesagt falsch, das abzuschaffen, diesen Test, auch für die Älteren. Jens, was sagst du dazu? Ja, ich finde es wirklich ganz fremd. Ich finde, das sind typische Äußerungen von Leuten, die nie in der Situation gewesen sind, die nie als erwachsene Menschen mit Vollzeitarbeit, möglicherweise im Schichtbetrieb, 3 kleine Kinder zu Hause, versuchen sollten, eine Sprache zu lernen. Das geht einfach an der Wirklichkeit vorbei. Das ist ja eine sehr spezielle Regelung, die genau vor dem Hintergrund ist, dass wir eben da eine ganze Generation von den Leuten, die sogenannten Gastarbeiter hatten, wo sich niemand drum gekümmert hat, dass die Deutsch lernen. Die sollten gar nicht Deutsch lernen. Die sollten ja wieder zurückgehen. Und jetzt aber zu sagen, nee, aber jetzt, du bist jetzt zwar fast 70, aber wie, du schaffst nicht B2? Nee, dann tut mir leid, dann kriegst du leider den deutschen Pass nicht. Das finde ich erbärmlich, ehrlich gesagt. Ich will hier keine falschen Verknüpfungen irgendwie zwischen euch finden, aber ich habe das Gefühl, das passt eigentlich auch ganz gut zu dem, Manuel, was du gesagt hast mit der Einbahnstraße, dass wir ja auch Teil der Integration sein müssen. Und wenn ich das richtig deute, auch was du sagst, Jens, ist das so ein bisschen auch uns selbst, uns als Gesellschaft in die Schuld zu nehmen und die Politik der letzten 10, 20, 30, 40 Jahre zu sagen, na gut, wir haben an der Stelle auch selbst nicht genug dafür getan. Stimmst du da in diesem Punkt, Jens, zu? Ja, also ich stimme zu, dass damals die Politik natürlich, man war nicht so weitsichtig. Aber zu sagen, die Gesellschaft ist schuld, deswegen konnte ich jetzt die Sprache in den letzten 30 Jahren nicht lernen, das halte ich für falsch. Man muss es auch ganz ehrlich sagen, es ist ja jetzt auch nicht unbedingt Menschenfreundlichkeit, weshalb die jetzige Ampelregierung vorhat, denen schneller die Staatsbürgerschaft dass die das schneller bekommen können. Es ist die demokratische Idee, dass Leute, die seit 40 Jahren in Deutschland leben, gearbeitet haben, alles getan haben, was man tun kann, dass die auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel bei der nächsten Wahl mitzubestimmen. Dass die aber wenn sie nicht mal diesen Einbürgerungstest bestehen, diese Einbürgerungstest ist eine Selbstbeschäftigungsmaßnahme. Die Leute lernen das auswendig. Ich würde dieses Geld eigentlich woanders investieren und Dialogplattformen schaffen, Wertevermittlung, mit den Menschen in Kontakt zu gehen. Und diese Tests brauchen wir nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich will ja Werte und ich will Grundwerte vermitteln, aber mit dem Test sagt uns gar nicht. Und ich finde, die Leute, die wirklich viel geleistet haben, die unsere Gesellschaft nicht mit willkommen Möglichkeiten entgegengekommen sind, dass sie jetzt Teil dieser Gesellschaft sein sollen. Und deshalb finde ich, bei dieser Sache bin ich absolut auf eurer Seite. Wir machen jetzt weiter mit der Kompromissrunde. Und die funktioniert so, dass ich einen Kompromissvorschlag für euch habe. Der baut so ein bisschen auf der Diskussion auf, die wir jetzt geführt haben. Es ist ein erster Kompromiss. Mal gucken, was ihr zu dem sagt. Können wir uns darauf einigen, dass Menschen, die in zweiter oder späterer Generation in Deutschland geboren sind, automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten,
unabhängig von der Staatsbürgerschaft ihrer Eltern. So hätten alle Kinder dieselben Chancen, sich in Deutschland zu integrieren. Für Neuankömmlinge sollten dennoch gewisse zeitliche Fristen eingehalten werden. Wenn ihr diesem Kompromissvorschlag zustimmt, könnt ihr jetzt einen Schritt auf mich zugehen. Wenn nicht, bleibt ihr stehen oder geht einen Schritt zurück. Okay, wenn ich das richtig sehe, ist jeder einen Schritt auf mich zugegangen. Dann bin ich jetzt gespannt. Also ihr könnt euch jetzt pro Feld einen Kompromissvorschlag überlegen. 2, 3 Sätze. Und das könnt ihr gleich dann dem anderen Feld vorschlagen. Also, let's go. Wir haben jetzt einige Argumente vom gelben und vom grünen Feld gehört. Wenn ihr jetzt hier gerade in diesem Moment auf dem Feld stehen würdet, was würdet ihr denn für einen Kompromissvorschlag machen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr euch überlegt habt. Ich sage mal, wir fangen an mit dem gelben Feld. Was ist euer Kompromissvorschlag? Wir haben uns gedacht, aktuell ist ja die Regelung so, dass man 8 Jahre braucht, bis man die Einbürgerung beantragen kann. Und wenn man besonders gut integriert ist, 6 Jahre. Da würden wir jetzt sagen, 8 Jahre bleiben. Und wer besonders gut integriert ist und die Sprache ganz toll beherrscht und ehrenamtlich aktiv ist und so weiter, der kann schon nach 4 oder nach 5 Jahren den Pass beantragen. Und wir haben noch ein paar andere Punkte, die uns auch noch wichtig wären. Die Integration in den Arbeitsmarkt, also hier mindestens mal 3 Jahre eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nachzuweisen in dem Gesamtzeitraum, bedingt natürlich auch, und darauf basiert unser Entschluss, dass wir auf der anderen Seite auch dafür Sorge tragen, dass eben eine Anerkennung Berufsbildungsabschlüsse etc. pp. Dann auch integriert werden. Das heißt also, wir die Hürden dafür erstmal minimieren. Das zum Thema der Arbeitsfähigkeit. Schwerer Kriminalität und eine bewusste Ablehnung der Grundwerte in dieser Gesellschaft sind Abschlusskriterien. Okay, dann gebe ich das mal ans grüne Feld weiter. Geht da jemand von euch einen Schritt auf das gelbe Feld zu? Also ich finde, wir reden viel zu wenig über Perspektive. Also wenn es jetzt gerade junge Leute sind, sagen wir, der 20-jährige Syrer oder Ukrainer, den wir jetzt hatten, schon. So, und der soll dann mit 25 schon 3 Jahre lang sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben, finde ich schwierig. Warum ist das? Also ich sehe da nicht wirklich eine Kompromisslinie, ehrlich gesagt. Ich sehe auch, aber verstehst du, was ich gemeint habe, dass die 8 Jahre bleiben und die anderen? Ja, also ich sehe da keine Kompromisslinie, weil das ist ja, also das ist ja im Grunde die Perpetuierung des nicht haltbaren Zustands, auf dem diese Diskussion ja entstanden ist. Okay, also das grüne Feld könnt ihr mit diesem Kompromissvorschlag anscheinend leider nicht gewinnen. Mal gucken, ob es andersrum funktioniert. Was ist denn euer Kompromissvorschlag ans gelbe Feld? Also unser Kompromiss für den ersten Schritt ist die ökonomische Voraussetzung, also bestimmte Lohn- oder Einkommen und die kulturelle Hintergrund, was auch immer das heißen soll. Also wer man woher kommt und dass man sich in irgendwelchen Art und Weise verhalten soll. Das alles, was mit dem kulturellen Hintergrund oder ökonomischen Hintergrund angeht, wollen wir abschaffen komplett. Darf ich dazu fragen, was meinst du mit kultureller Hintergrund? Ja, das, was Sie vorher gesagt haben mit einer Frau, die zum Beispiel nicht handschüttelt. Okay. Und wenn ich meine Tochter nicht zu Schwimmunterricht schicke, weil ich glaube, dann dass sind sie ein schlechter Vater. Das ist eine gesetzliche. Ja, aber das ist eine gesetzliche Verpflichtung. Ich bin bei dir. Natürlich bin ich schlechter Vater. Aber willst du das auch abschaffen? Ja. Ich würde gerne nochmal an euch, ans grüne Feld, zu eurem Kompromiss, um den voll zu verstehen. Das heißt, euer Kompromiss ist quasi zu sagen, es gibt keine Anforderungen mehr für die deutsche Staatsbürgerschaft. Nee, wir haben gesagt, erster Schritt ist, diese 2 Anforderungen abzuschaffen, die das Menschen, vor allem die Benachteiligte, schwer Und ihr geht da keinen Schritt auf das grüne Feld zu, sondern sogar Schritte zurück. Wir sind mit euch akkord in der Frage der Verfassungstreue oder des Bekenntnisses zur Verfassung und zur Rechtsordnung. Da sind wir mit euch akkord. Wir sind jetzt nicht, sagen wir, wir glauben nicht, dass man jetzt keine Vorstrafen haben darf. Dazu sind zu viele Bagatelldelikte unterwegs. Aber dass man vielleicht zum Beispiel da irgendwo eine Grenze setzt, weiß ich nicht, nie mehr als 5 Jahre Gefängnis oder irgendwas, was auch immer. Also so ein bisschen realistisch bleiben. Ja, und natürlich damit diese ganzen ausländerrechtlichen Vergehen, die nicht die Deutsche gar nicht begehen können, damit die nicht negativ angerechnet werden, ja. Was ja auch weit überwiegend eben Bagatellsachen sind. Es gibt einen Punkt, auf den ihr euch zumindest schon mal einigen könnt. Das ist, glaube ich, nach der Diskussion schon mal etwas.
Also ich finde erstmal toll, dass es solche Diskussionen überhaupt gibt und danke für die Einladung, war sehr interessant. Ich finde, das Thema ist wirklich sehr groß, um jetzt in so 40 Minuten einen Kompromiss zum Thema zu finden, aber für mich war das mehr wie ein Meinungsaustausch. Ich habe gerne zugehört und ich hoffe, es gibt mehr Formate wie diese und mehr Artikel, Filme, Shows, die uns auf einen Dialog bringen, weil es gibt heutzutage sehr weniger Dialog und die Leute haben sehr viel Angst vor unterschiedlichen Meinungen, habe ich ein Gefühl. Und danke dir für ein interessantes Gespräch. Ja, ich finde auch, mehr miteinander anstatt übereinander reden. Meistens ist es schwarz oder weiß, du Linkspopulist, du Rechtspopulist. Ich trage nicht umsonst unsere Nationalfarben auf meinem Jackett. Das tue ich aus Überzeugung, weil Deutschland für mich nach meiner Überzeugung für Demokratie, für eine vielfältige Gesellschaft, für Menschenrechte steht. Hier haben Menschen eine Chance und sollen auch eine Chance bekommen. Und ich wünsche mir wirklich weniger Populismus, mehr Pragmatismus, reden wir anständig und ordentlich miteinander, dafür ist das Thema zu wichtig. Es ist nur eine Person im Kompromissfeld, das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, das spiegelt diese Debatte sehr gut wider. Und deswegen bedanke ich mich einfach bei euch fürs Diskutieren. Vielen Dank. Dankeschön. Danke auch. Was ich häufig beobachte in der Art, wie wir diese Debatte über Integration führen, ist, dass wir als die deutsche Gesellschaft oft so eine passive Haltung einnehmen und sagen, wir lehnen uns hier zurück, hier bei uns zu Hause und ihr integriert euch mal schön zu uns. Aber eigentlich sollte das ja etwas sein wie ein Handschlag, der von einer Bewegung, die von zwei Seiten kommt, dass wir wirklich kommunizieren, was fordern wir, was brauchen wir, aber eben auch ermöglichen, was die andere Seite braucht, um hier anzukommen. Und ich glaube, das ist für mich nochmal nach dieser Diskussion ein ganz gutes Fazit. Integration ist eben keine Einbahnstraße. Wenn euch diese Folge 13 Fragen gefallen hat und ihr mehr Diskussionen in diese Richtung sehen wollt, dann könnt ihr hier sehr gerne den Kanal abonnieren. Hier oben gibt es eine weitere Folge 13 Fragen und hier unten gibt es ein weiteres Video zum Thema.